Viele warten auf den nächsten Regen. Aber bitte nicht so. Bei schwüler Hitze haben sich am Montagnachmittag an einigen Stellen unwetterartige Gewitter entladen. Durch eine geringe Höhenströmung verweilten die Gewitter nahezu ortsfest. Betroffen war unter anderem Hermannsdorf. Auf der Dorfstraße, kurz vor dem Abzweig nach Tannenberg und Dörfel, schossen die Regenmassen von Feldern in einen örtlichen Kanal. Geröll und mitgerissene Äste verstopften diesen, sodass das Wasser über die Dorfstraße floss. Die Feuerwehr Hermannsdorf musste ausrücken, um das angeschwemmte Geröll und die Äste zu entfernen. Zudem musste die Dorfstraße von Geröll befreit werden. Es gab Behinderungen im Straßenverkehr.